Raphael schreibt, hi Thomas, hallo Thomas, ich verfolge deinen Kanal erst seit kurzem, aber habe schon x Videos gesehen. Ich mag deine Ansichten und finde, dass du das super machst. Weiter so, gerne möchte ich dir mein Portfolio zeigen, um deine Meinung und allfällige Tipps zu hören. Zu mir, ich bin 26 Jahre jung und lebe mit meiner Freundin in Zürich. Wir haben kürzlich zusammen gleichzeitig unsere Weiterbildungen abgeschlossen und können nun wieder in vollem Pensum arbeiten. Es war eine Zeit, wo wir eher wenig monatlich sparen konnten. Ich habe eine neue Stelle, wo ich mindestens 2000 Schweizer Franken Sparquote, ich habe erst Sparquote gelesen. Sparquote. 2000 Schweizer Franken Sparquote habe, Tendenz mehr, aber ich gönne ab und zu, da ich Sammler bin. Einzahlung in 3A Frankly und Steuern ist kalkuliert, sprich die 2000 Schweizer Franken sind fix für das Portfolio monatlich, kann aber auch bis 3000 Schweizer Franken sein. Mein Portfolio ist sehr neu. Ich habe es kürzlich bei Swissquote gestartet. Davor habe ich die Börse mehrheitlich verfolgt, ohne zu investieren, um zu lernen und zu verstehen. Nun, nach der Korrektur dachte ich, dass es ein guter Zeitpunkt sein könnte. Irgendwann muss man anfangen. Den richtigen Zeitpunkt kennt man ja bekanntlich nicht. Deshalb bin ich auch auf einen weiteren Fall gefasst, der Kurse. Da bin ich sehr geduldig. Mein Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Kurzfristig verkaufen möchte ich nicht, sondern monatlich die 2000 bis 3000 Schweizer Franken investieren und so mein Portfolio weiter und weiter ausbauen. Dividenden sind gern gesehen. Sparkonto ist der Groschen versiegelt und der Schlüssel weg. Zu meiner Strategie, bis anhin Großteil Schweizer Einzelaktien, da ich hier das Fundament aufbauen möchte. Das wird auch die nächsten Einzahlungen so bleiben, bis ca. 40.000. Danach möchte ich ETF aufbauen und US-Einzelaktien investieren. Danke dir, liebe Grüße, Raphael. Dann habe ich hier schon mal das Portfolio so ein bisschen auch gezeigt und das ist sehr überschaubar. Aktuell Flughafen Zürich, größte Position mit einem Drittel vom Portfolio, 10.000 Franken drin, Logitech knapp 20%, Richemont, Swatch Group, Credit Suisse, WAT Group, Nestlé, Swissquote selber, die Aktie nochmal, Vanguard FTSE All World ETF, Litecoin, also Krypto und dann noch ein bisschen Dogecoin for the Meme hat er hier noch ein bisschen drin. Gesamthaft ist das Portfolio 30.000 oder 31.000 Franken groß, performance-technisch bisher. Er ist ja auch noch nicht so allzu lange dabei. Knapp 1.000 Franken im Plus. Da hat er jetzt einen guten Moment erwischt, um reinzugehen. Die 3A-Säule und Co. hat er nicht drin. Also hat hier effektiv nur das Swissquote-Portfolio drin. Ich gehe also davon aus, dass das Nettovermögen schon etwas größer oder etwas höher ist. Sparkonto war der auch nicht drin. Also wir können davon ausgehen, dass das Nettovermögen nochmal deutlich höher ist und wir es hier lediglich mit seinem Investmentportfolio, also mit seinem Aktienportfolio zu tun haben. Befindet sich noch im Aufbau. Was sagst du dazu, Johannes? Also es ist jetzt, hat viele Schweizer Titel. Was ist so deine Meinung jetzt erstmal so, wenn du das grob anguckst? Meine allererste Meinung war, uff. Also positiv oder negativ? Oh, viel Schweizer Aktien. Schweizer Qualität. Schweizer Qualität, ich meine, auf der einen Seite ist die natürlich super, oder? Schweizer Qualität, weil alle kennen sie. Und jetzt wieder Hochdeutsch. Natürlich weiß ich auch, dass das Qualitätsaktien hier in der Schweiz sind. Ne? Also Flughafen Zürich, glaube ich, du bist auch da investiert. Logitech haben wir sowieso auch alle auf der Welt irgendwie so eine Logitech-Maus oder Tastatur im Haushalt. Das ist ein weiches Logitech hier. Also ich glaube, das sind schon, wobei WAT sagt mir nichts. Aber ich sage jetzt einfach mal, grob hat er hier in Schweizer Qualitätsaktien investiert. Aber natürlich fällt natürlich die massive Übergewichtung auf, so erstmal. Und über die lässt sich natürlich diskutieren. Ne? Also er möchte das ja bis 40.000 Schweizer Franken möchte er das ziehen und dann vermehrt in den Vanguard FTSE All World investieren. Und US-Einzelaktien. Und US-Einzelaktien, genau. Also da wäre ich dann eben so, dass ich sagen würde, ja, also ich würde dann halt auch ein bisschen hier und da, ne, ich würde auch mal in andere Gegenden noch gucken. Weiß nicht, ob man noch weitere EU-Aktien findet oder was aus oder was Kanadisches, keine Ahnung, irgendwo anders, dass man noch ein bisschen weiter diversifiziert, nicht nur Schweiz und die USA hat. Ist natürlich die Frage, ich habe jetzt nicht, glaube ich, mitbekommen, wie groß soll der Vanguard FTSE All World werden. Hat er nicht geschrieben. Dazu haben wir keine Info, genau.
Aber wahrscheinlich, ja, kann man nur mutmaßen, weil der ist dann natürlich weltabdeckend. Mhm. Das ist klar. Jetzt aktuell haben wir noch diese massive Übergewichtung. Aber bevor, also soll überhaupt nicht als Bashing kommen, weil das Zweite ist nämlich, was mir aufgefallen ist, super geil, dass hier der Raphael sich entschieden hat, jetzt einzusteigen. Ich weiß nicht, wie lange du schon überlegst. Ich hoffe nicht allzu lange, weil ich habe auch so einen Kumpel. Der sagt immer, oh, es fällt noch mehr. Ich warte auf den Mega-Trade. Aber der ist noch nicht drin an der Börse, oder wie? Auch schon ein bisschen, aber noch zu viel Cash für meinen Geschmack. Also. Und das ist immer so, das ist immer die Gefahr, wo ich dann immer sage, ey, du weißt es nicht. Fang jetzt an zu investieren, ja, weil es gibt dann auch wieder so Erholungsphasen zwischendurch. Weißt du, das ist ein Rauf und Runter mit diesen Gefühlen, ja, wenn du dann denkst, oh Scheiße, jetzt habe ich es voll verpasst. Jetzt sind die Kurse wieder höher irgendwie und dann gehen sie wieder runter und dann denkst du dir, boah, es geht aber noch tiefer, komm, es geht noch tiefer. Dann bist du so in so einem Kopf wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Trader, der irgendwie hofft, dass die Kurse in eine gewisse Richtung gehen, ohne einen Plan so richtig zu haben. Und das ist erstens, das ist einfach nicht schön. So, ja. Erstens und letztens einfach nicht schön. Und deswegen super gut, dass er hier sich entschieden hat zu investieren und natürlich auch das Glück hatte jetzt Also er hat jetzt im Mai gestartet, glaube ich. In einer Best, genau. Also ist jetzt auch, finde ich, optimal die Situation. Also es ist ja wann, wenn nicht jetzt. Hat nicht der Homo Economicus, der Aaron, irgendwie ein Video hochgeladen? Ich habe es im Thumbnail gesehen, den Titel, wenn nicht jetzt, wann dann oder so, ne? Mhm. In Bezug auf dieses Lied, dann wenn nicht jetzt. Oder wann dann? Nee, wenn ich hier, wenn ich wo und wann. Ich weiß nicht, wie ich jetzt was und wie durcheinander bringe. Aber es ist auf jeden Fall richtig gut, dass er jetzt hier angefangen hat und plant, 2.000 bis 3.000 Schweizer Franken monatlich zu investieren. Dafür auf jeden Fall einen dicken Daumen hoch. Und ja, das waren so meine ersten beiden großen Gedanken. Und jetzt darfst du. Also ich meine jetzt aktuell noch, so wie das Portfolio aufschaut, einfach Riesenklumpenrisiko. Ja, Flughafen Zürich Logitech ist mehr als 51% vom Portfolio. Das sind natürlich beides Unternehmen, die ich selber auch gut finde und auch durchaus gewisse, sag mal, Positionen im Portfolio habe von beiden Unternehmen, aber definitiv nicht mehr als 50% beides zusammengerechnet. Das ist halt schon ein heftiges Klumpenrisiko, vor allem wenn jetzt die nächsten Monate noch so 2.000, 3.000 pro Monat dazukommt, dauert das echt noch ein Weilchen, bis dieses Klumpenrisiko dann weg ist. Ja, also definitiv ein Jahr, vielleicht auch eineinhalb Jahre, bis sich dieses Klumpenrisiko dann, ich sage jetzt mal, minimiert. Das ist halt schon heavy, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Da hätte man lieber von Anfang an gesagt, man geht zuerst etwas mehr heavy in den Vanguard FTSE All World zum Beispiel und packt dann nach und nach die Einzelaktien dazu. Also jetzt eben so zwischen 5-7%, sage ich jetzt nicht, ist jetzt nicht schlimm. So finde ich jetzt persönlich, wenn man das bei Einzelaktien so handhaben möchte aktuell. Das geht ja noch, aber so 32% und da 19%, das ist halt schon heftig bei Einzelaktien, ja. Muss ich ganz ehrlich zugestehen, egal welches Unternehmen jetzt das ist. Und vor allem dann, wenn man gerade einsteigt. Also wären das jetzt einfach nur Gewinne, ja, also wäre da irgendwie, keine Ahnung, bei, und da wären jetzt 300% Kursgewinne, dann würde ich die Geschichte nochmal anders sehen. Aber er ist ja bei allen Titeln mehr oder weniger jetzt hier direkt jetzt eingestiegen zu den plus minus aktuellen Kursen aus den letzten 30 Tagen. Darum, also finde ich jetzt schon eher krass, so, ja. Muss ich ganz ehrlich zugestehen. Darum hier definitiv nicht, also noch mehr konzentrieren, sondern einfach etwas mehr diversifizieren, wie du schon auch gesagt hättest. Und jetzt umschichten würde ich jetzt nicht unbedingt direkt, also vor allem, wenn man jetzt sich, also die Analyse gemacht hat und überzeugt von den Unternehmen ist, dann kann das natürlich berechtigt sein. Aber ich frage mich dann halt, wieso so viel in den Flughafen Zürich und nicht zum Beispiel mehr Nestle. Wäre jetzt hier 30% Nestle, würde ich die Geschichte nochmal vielleicht anders sehen. So. Ja, aber wieso jetzt genau Flughafen Zürich zu einem Drittel und nicht Nestle oder ein anderes Unternehmen? Das ist halt immer so die Frage, die ich mir jetzt hier in diesem Beispiel stellen würde. Und darum, ja. Aber ich meine, insgesamt für das Alter, bereits das Vermögen im Portfolio plus 3A-Säule, was wir nicht wissen, und Cashkonto und Co. Und dann noch die Sparquote von 2.000 bis 3.000 pro Monat, ist ja halt echt schon ordentlich. Also das sind dann halt zwischen 24.000 bis 36.000 Franken pro Jahr im Best Case halt, die halt zusätzlich auf die Seite gelegt werden können und dann potenziell investiert werden können. Das ist halt schon echt mächtig. Also wenn er 3 Jahre hintereinander schafft, die höchste Sparsumme, und da wächst vielleicht auch noch das Einkommen, dann legt man alle 2,5 bis alle 3 Jahre 100.000 netto auf die Seite.
Ja, also das ist halt schon ein Kaliber, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn da noch die 3A-Säule dazu kommt, die er gemeint hat, also dann ist man halt alle zweieinhalb Jahre knapp 100.000 Franken auf die Seite am Legen. Das heißt, mit 30 hat man dann schon irgendwie eine Viertelmillion oder mehr. Allein nur durchs Ansparen. Und wenn dann noch die Börse vielleicht gut läuft über die nächsten 2, 3 oder 4 Jahre, das ist halt schon echt heftig. Ja, und da sieht man wieder, was für ein Potenzial die Schweiz hat. Einfach aufgrund des hohen Einkommens und der hohen Sparquote, die daraus resultiert, wenn man sparsam oder halt angemessen zu seinem Einkommen lebt. Ja, also das ist halt dann, also ist nicht kaum vergleichbar, weil jetzt hier als vorheriger Vergleich, ich weiß nicht, wie das im Schnitt in Deutschland ist, aber ich glaube, die wenigsten verdienen netto 3.000 Euro oder so, glaube ich. Ich glaube, 3.000 Euro netto ist ja schon echt viel, oder? Und ich meine... Das ist in Deutschland schon gut, ja. Genau, also netto, nach Steuern meine ich jetzt. Ja. Ich meine, der Dude hier... Ja, der Raphael erspart in guten Monaten 3.000 pro Monat netto. Ja. Das ist seine Sparquote. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das finde ich halt auch wieder so, um das zu verdeutlichen, echt heftig. Und der ist wahrscheinlich auch noch am Anfang seiner Karriere. Also da ist noch viel Luft nach oben. Also es ist nicht, sei mal nicht unüblich. Er hat uns zwar nicht geschrieben, was sein Job ist, glaube ich. Hat er das geschrieben? Aber er hatte eine Weiterbildung, also er hat wahrscheinlich einen relativ guten Job. Also es wird nicht unüblich sein, dass wenn sie sich oder wenn er sich da gut hocharbeitet, dass er dann vielleicht auch mal 4.000, 5.000 pro Monat sparen wird als Sparquote. Ja, und dann, wenn man das jetzt nochmal vergleicht, wer verdient in Deutschland zum Beispiel, in Österreich, 4.000 bis 5.000 netto? Und das ist jetzt seine Sparquote. Ja, also es ist halt schon... Da bist schon Top-Verdiener. Krass. Also da bist schon gut dabei, ja. Es ist noch in Entwicklung, das Portfolio. Aber die, also ich sag's jetzt mal so, wie es ist, das Portfolio hat, also das große Manko ist das Klumpenrisiko und das sollte so schnell wie möglich behoben werden, weil das ist halt echt kritisch, finde ich persönlich. Vielleicht ja auch jetzt schon anfangen mit USA oder einfach Vanguard, FTSE All World, den größer machen. Einfach, dass man hier so ein bisschen von wegkommt. Ja,